Hallo, willkommen zu einer Sonnensequenz, einer Morgensequenz. Wir fangen an in Tadasana, Mountain Pose. Unsere Beine hüftbreit parallel, die Hände nach vorne blicken. Und beugen wir unser rechtes Bein, ziehen wir unseren ganzen Körper nach links, einatmen, ausatmen, linkes Bein beugen, nach rechts bewegen. Und so gehen wir weiter von rechts nach links. Immer mit Ein- und Ausatmen, ganz simpel, bewegen wir die Arme nach oben und schauen wir uns umherum. Wenn wir in die Natur sind, in der Natur, wenn du zu Hause bist, dann einfach alle Teile dann in den Raum schauen, unten schauen, bis wir in Uttanasana landen. Umarmen wir uns fest, nehmen wir die Schulterblätter und sanft beugen wir nochmal ein Bein nach dem anderen. Leichte Twist-Stellung, lassen wir unseren Kopf fallen. Unsere Ellenbogen fangen wir mit unseren Händen. Und beugen wir nochmal rechte und linkes Knie. Sanft von einer Seite zu der anderen. Unsere linke Hand auf dem Fußgelenk, rechten Arm öffnen, nach oben schauen, einatmen. Ausatmen, runter, wieder einatmen, nach oben schauen, Schulterblätter offen, Kopf unten schaut. Letztes Mal einatmen, nach oben schauen, aus. Tauschen wir die Arme. Rechte Hand auf deine Fußgelenk, linkes Arm oben einatmen, aus, entspannen. Strecken wir die Beine, einatmen, nach oben schauen, aus, unten. Bewegst du von deinem Schultergelenk deine Hand, die sich öffnet, aus. Beide Hände kreuzen sich über deine Fußgelenk oder deine Wade und kommst du in deine erste herabschauenden Hund. Beugst du dabei rechts und linkes Bein nochmal, eine nach dem anderen, deine Füße artikulieren, Hände breit auf der Matte und nochmal ein Bein nach dem anderen. Einen schönen Abstand zwischen Hände und Fuß. So kannst du mit deiner linken Hand deine Kniewade oder Fußgelenk nehmen, um nochmal in Twist zu kommen. Kannst du die Knie strecken oder beugen, wie du magst, und schaust du durch die Fenster deinen rechten Arm. Dann tauschen, nimmst du deine Kniewade oder Fußgelenk, twist deinen Oberkörper und schaust du durch die Fenster deinen linken Arm. Du kannst deine Knie immer wieder ein bisschen beugen und strecken, dann beide Hände gehen vorne, Ferse kommen hoch, einatmen, ausatmen, runter. Ausatmen, Ferse hoch, gehen zu Brustkorb, rund dein Rumpf, einatmen, nach vorne schauen, Schultern bleiben runter. Ausatmen, Kinn zu Brust, Ferse hochbringen, einatmen, in der herabschauenden Hund kommen. Langsam Ripple zum Katze und Child Pose erreichen. Einatmen Angry Cat, ausatmen Kuhstellung Child Pose. Einatmen Angry Cat rund, ausatmen Child Pose. Einatmen Angry Cat und Hundstellung, nee, Plank Pose. Dein Gewicht nach rechts und nach links verteilen, rechte Hand, linke Hand, in die Plankpose bleiben, Knie auf dem Boden, Chaturanga Dandasana, Ellenbogen nah am Körper, Mini Cobra zum Aufwärmen, einatmen, ausatmen, Kopf senk, einatmen, Mini Cobra, nach vorne oder nach oben schauen, ausatmen, Kopf senk, spür deine Füße, einatmen, Cobra, Knie beugen, Child Pose. Kopf kurz entspannen, Katzenstellung und von Katzenstellung wieder Hundstellung. Schon weiter ein- und ausatmen, geht deine rechte Bein nach oben beim Einatmen. Dein Bein bleibt parallel und komm nach vorne dein rechtes Knie. Einatmen, streckst du dein Bein nach oben. Ausatmen, komm deine Knie nah an deinen Brustkorb. Letztes Mal einatmen, hoch dein Bein. Das rechte Bein geht bis nach vorne. Beide Arme treffen sich unter deine Oberschenkel.
Nimmst du deine Ellenbogen zusammen, dein Hals bleibt lang, kleine Balance. Nimmst du deine linke Hand unten und gibst eine Mini-Twist. Dein rechten Hand kommt auf deine Oberschenkel und dein linkes Arm schiebt in den rechten Bein, sodass du die Ellenbogen fast auf die Knie nimmst, deine Hand auf deine Hüfte und deine rechte Hand kommt zu deiner linken Hand, schaust du nach hinten. Langsam platzierst du deine rechte Hand auf der Matte und streckst du dein rechtes Bein nach hinten, soweit du kannst, deine Kopf nah an deine Beine, die Hüfte bleibt parallel, flexst du deinen rechten Fuß, wenn es geht, rechte Knie beugen und hebst du langsam dein linkes Bein, 90 Grad, deine rechte Knie bleibt gebeugt, dein Körper ist gerade, deine Hände neben deinen Körper bringen, wenn es geht, streckst du dein rechtes Bein und beugst du dein rechtes Bein wieder, bringst du deine Arme vor dir, beugst du und streckst du deine Knie und bringst du deine Arme genau vor deinen Kopf. Dein linkes Bein senkt. Big Lunge, schaust du nach oben, kleine Rückbeugung zum Himmel. Einatmen, bleiben, bleiben, bleiben und komm mit beide Hände zusammengefalten hinter deinen Rumpf. Bückst du deinen Oberkörper vorne und trägst du deine Arme hinter dir. Nochmal hebst du dein linkes Bein und dein Zeigefinger zeigt nach hinten zusammen mit deinem Fuß. Balance auf das rechte Bein, öffnest du deine Arme, erreichen die Arme den Boden und dein linkes Bein bleibt immer noch oben. Senkst dein linkes Bein, rechtes Bein kommt dazu und sofort auf deine Hüfte gehen in der Hundstellung. Dein Becken ein wenig bewegen, ein bisschen lockern in die Hüfte und dann hebst du dein linkes Bein hoch. Atmest du dabei ein, ausatmen, swing deine Knie nah an deinen Körper. Einatmen, streckst du dein linkes Bein, ausatmen, Bein, swing vorne. Einatmen, strecken linkes Bein, ausatmen, das linke Bein bis nach vorne bringen. Nimmst du deine Ellenbogen zusammen unter deine Oberschenkel, kleine Balance, dein rechtes Hand geht auf den Boden, linkes Arm auf deine Oberschenkel und twist deine Oberkörper. Dein rechten Arm geht unten auf deine linke Oberschenkel, linke Hand auf deine linke Hüfte und schaust du nach hinten, betonst du der Twist-Stellung. Deine rechte Bein ist gestreckt, langsam gehen beide Hände auf den Boden, hebst du dein Becken hoch, streckst du dein linkes Bein, kutztest du ein bisschen deine Position, sodass deine Hüfte gerade bleibt und kommt dein Gewicht auf deine linke Bein. Hebst du dein rechtes Bein, beugst du deine Knie, die Hüfte soll parallel bleiben zum Boden, Schultern parallel zum Boden und wenn es geht, beugst du und streckst du deine Knie. Beide Hände blicken nach unten zum Boden und wenn es geht, nimmst du beide Arme parallel über den Kopf. T-Position. Beugst du deine linke Knie, rechtes Bein erreicht den Boden, öffnest du deinen Brustkorb zum Himmel, soweit du kannst, die Hüfte und die Schultern sollen parallel bleiben. Immer weiter ein- und ausatmen, ganz bewusst ausführen. Beide Hände treffen sich hinter deinen Rumpf, umarmst du deine Finger zusammen und bückst du dich nach vorne. Versuchst nochmal auf deine linke Bein zu gehen, so kannst du dein rechtes Bein hochbringen, wieder 90 Grad Winkel, wenn es geht, und Balance mit gefalteten Händen hinter deinen Rumpf. Lässt du deine Arme auf den Boden gehen, deinen Kopf fallen lassen, flexst du deinen rechten Fuß und dein rechtes Bein trifft wieder der Matte, Hundstellung und bewegst du wieder dein Becken, dein Kopf ein wenig nach rechts, nach links, ein bisschen lockern, Knie auf der Matte einatmen und wieder Becken locker in die Katzenstellung,
Kopf bewegen, Schulter bewegen und landest du in der Child Pose. Vom Child Pose rollst du langsam über deinen Kopf, nimmst du beide Hände und hinter deinen Rumpf, faltest deine Arme zusammen und lässt du deine Arme über deinen Körper nach hinten gehen. Ganz vorsichtig das Gewicht auf deinen Kopf. Es ist ja verteilt auch auf deinen Beinen. Platzierst du die Zehe auf der Matte, kehrst du zurück mit deinem Becken und deinen Armen. Deine Hände kommen vorne, streckst du deinen Oberkörper hoch und bleibst du in einer Art Hundsitzposition. Da bewegst du deinen Kopf sanft nach rechts und nach links, also deine Ohr geht zu deiner Schulter sanft, seitwärts, runden Rumpf und kommst in der Kamelpose. Beide Arme fallen nach oben, atmest du dabei ein, Hände zusammenfalten, runden Rumpf ausatmen, einatmen, streckst du die Arme oben, Brustkorb oben bringen, ausatmen, rund Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, einatmen, Kamelpose, Brustkorb nach oben zielen, Daumen nach oben zielen, ausatmen, rund und kommst du mit deinen Armen mit nach oben, wieder der Brustkorb strecken, dieses Mal zusammen mit dem Arme und dein Kopf zwischen deine Arme. Und wenn du magst, kannst du deinen Kopf loslassen, nach hinten strecken, deinen Hals ganz dehnen, deine Arme in die Gegenrichtung zum Himmel strecken und bringst du dann deine Hände nach vorne in die Katzenstellung, von Katzenstellung zu Hundstellung. Langsam balancieren wir auf die Hände und den Fuß. Du kannst entweder ein Hand und ein Bein wegnehmen oder beide zugleich. So beugst du dein rechtes Knie und mit deiner linken Hand erreichst du deine Knie. Balance. Langsam tauschen. Linke Knie beugen. Rechte Hand erreicht dein Schienbein. Kurze Balance. Beide Beine, beide Hände auf dem Boden. Rechtes Bein geht hoch. Und wir versuchen die Balance etwas höher zu machen, ansonsten kannst du das davor wiederholen. Beugst du deine rechte Knie und fährst du ein wenig in die linke Seite mit deinem Bein. Und ganz vorsichtig wirst du dein linkes Arm weniger Gewicht nehmen. Vielleicht kannst du dein linkes Arm ganz weg von dem Boden kriegen. Und der Ziel wäre, dass du mit deiner linken Hand dein rechten Fußgelenk erreichen kannst. Das fordert ganz viel Aufmerksamkeit. Du kannst deine Knie runter machen, so wie ich das jetzt mache, um deinen Fuß zu erreichen und dann dein Bein strecken. Und dann gehen wir mit dem rechten Bein in die rechte Seite für eine halbe Brücke. Die Brücke kannst du bis nach hinten strecken mit deinem Arm oder der Arm oben lassen. Kehrst du langsam zurück mit deinem Arm, dein Becken senkt ein wenig. Twist, schaust du zu deiner linken Hand, drehst du dich den ganzen Weg bis in deine rechte Seite. Dann kommst du in den Seitplank. Hier kannst du auch eine Balancestellung nehmen, indem du mit deiner linken Hand dein linkes Schienbein greifst und bewegst du dein linkes Bein nach vorne. Lässt du dein rechtes Bein auf den Boden kommen und kommst du in einen langen Lunge, so als Dehnung plus Brustkorb und Herz strecken, nach oben schauen. Beide Hände sind zusammengefaltet, dein Hals ist lang. Atmest du ein und lässt du die Position los. Kommst du in die Gegenposition, setzt du dich auf deine rechte Ferse. Dein Oberkörper fällt über dein linkes Bein und nimmst du deinen rechten Arm nach innen von deinem linken Schienbein, drehst du deine Hand und so erreichst du die Außenkante von deinem linken Fuß. Dein rechten Ohr kommt zu deiner rechten Schulter und dreht sich dein ganzer Körper so. Gewicht nach vorne zu deinem linkes Bein zum rechten Bein. Und langsam wieder in der herabschauenden Hund, ein bisschen bewegen, ein bisschen ausgleichen. Und komm dann dein linkes Bein hoch.
soweit du kannst, nach oben deine Hüfte öffnen. Beugst du deine linke Knie, mit deinem rechten Bein gehst du ein bisschen in die linke Seite und versuchst du deine rechte Hand weg von dem Boden zu kriegen. Kannst du ein bisschen zurücklaufen zu deinen Beinen, beugst du deine Knie, mit deiner rechten Hand erreichst du deinen linken Fuß und so kannst du dein Bein greifen und die Balance auf deine linke Arm und rechtes Bein schaffen. Lässt du dein linkes Bein auf den Boden kommen, twist und kommst in eine Brückeposition. Du kannst ein bisschen lang deine linke Arm strecken und der Brücke noch stärker machen mit einer Brustöffnung. Dein linkes Arm kehrt zurück, senkst du dein Becken und drehst du so dein rechtes Arm. Linkes Arm kommt zurück auf den Boden und drehst du den ganzen Weg, bis du in die linke Seite landest. Seitplank. Du kannst wieder eine Balance nehmen in der Seitplank. Greifst du mit deinem rechten Hand dein rechtes Schienbein und drehst du dein rechtes Bein nach vorne. Senk dein linkes Knie auf den Boden. Kletterst du sanft auf dein rechtes Bein. Greifst du beide Hände hinter deinen Kopf und nochmal eine schöne Brustöffnung. Wenn du willst, kannst du deinen Kopf nach hinten fallen lassen, deinen Hals schön strecken, dich voller Sonne erfüllen. Kehrst du langsam zurück, beide Hände kommen auf der Matte, vorsichtig setzt du dich auf deine linke Ferse. Rechte Bein ist gestreckt und dein Kopf senkt Richtung rechtes Knie. Mit deiner linken Hand nimmst du deine Arm über dein Schienbein, drehst du deine linke Handgelenk und erreichst du die Außenkante von deinem rechten Fuß. Dein linkes Ohr geht Richtung linkes Arm und einen Moment bleibst du in dieser schönen Twist. Ganz gut für deine inneren Organe, alles was dreht im Bauchbereich. Langsam lässt du die Position los, kommst du nach vorne zu deinem rechten Bein, setzt du die Zehe auf der Matte und kommst du in die Plank Pose. Ganz gerade eine Plank Pose, Chaturanga Dandasana, ausatmen, einatmen, Cobra. Twist in die Cobra, linke Schulter geht vorne, schaust du nach hinten, beugst du dein rechtes Knie und gehst du nach oben zu der anderen Seite. Linke Schulter nach hinten, rechte Schulter nach vorne, beugst du deine linke Knie, gehst du durch oben, noch einmal rechte Seite, nach hinten schauen, durch oben gehen und linke Seite, twist mit deinem Oberkörper, Bein beugen, dein ganzen Körper ist immer in Einsatz, alles verbunden. Kommst du in Child Pose, stehen wie zum Matte bringen, deine Hände zusammennehmen in Namaste Mudra. Hinter deinem Kopf. Atmest du langsam ein und aus und bereitest du dich für einen Kopfstand. Du bildest ein Dreieck mit deinen Ellenbogen, hältst du deinen Kopf und kannst du eine leichte Version machen, indem du mal ein Bein und ein Bein bisschen weg vom Boden kriegst oder wenn du geübt bist, kannst du beide Beine nah an dir nehmen und die Beine nach oben zum Himmel vollkommen strecken. Du kannst dort bleiben, wenn du magst, oder eine Beinevariation nehmen, zum Beispiel ein Bein vorne bringen, rechtes Bein vorne, linkes Bein hinten, Richtung Spagat. Und du kannst sogar eine leichte Drehung nehmen, indem deine rechte Bein ein bisschen nach vorne geht und dreht und deine linke Bein etwas nach hinten, die Hüfte bewegt sich, beide Beine kommen wieder zusammen und tauscht du die Seite. Wenn du so lange nicht bleiben kannst, das ist überhaupt kein Problem. Wenn du die Drehung nicht machst, ist auch, das sind nur Möglichkeiten. Hauptsächlich hast du ein bisschen Gewicht auf deinen Kopf und deine Arme sind kräftig und das sind nur Ideen.
kommt, dass die ganz kräftig sind und auch ganz interessant für den Körper, fordern ganz viel Konzentration, bringst du beide Knie nah an deinen Brustkorb und so senken deine Beine und landest du in Child Pose. Nimmst du eine Hand übereinander zu deinem dritten Auge und so erholt sich dein Hals und dein Kopf. Komm so langsam zum Hinsetzen auf die Knie, dein Rumpf aufrecht gerade auf deine Knie sitzen und nimmst du einen Augenblick Ruhe. Atmest du dabei ein und aus. Lass dir die Zeit, dass dein Blut wieder zurückkehrt und langsam wirst du dich hinlegen in Savagasana, Rückenlage und nimmst du auch wieder einen Moment Zeit, deinen Körper zu spüren, deinen Atem zu beobachten. Spürst du von Fuß bis zum Finger und dein Kopf, dein gesamten Körper in eine Einheit. Dein Körper hört sich, dein Blut zirkuliert überall. Spürst du die Luft und langsam beugst du dein rechtes und linkes Knie. Platzierst du deine Füße auf dem Boden, hüftbreit parallel. Lässt du deine Knie ein bisschen schaukeln, nach rechts und nach links. Dein Kopf in die Gegenrichtung. So erhöht sich dein Rumpf und kommst du mit einer halben Brücke. Becken geht hoch. Du kannst deine Ellenbogen beugen, deine Oberarm nach oben ziehen und mit deinem Unterarm dich weiter drücken. Kannst du auch beide Hände zusammenfalten und die Arme gegen den Boden strecken. Dein Hals ist immer lang, dein Kopf ist ganz gerade. Schon weiter ein- und ausatmen und die Arme auseinanderbringen. Dein Becken kehrt wieder zurück. Bringst du beide Knie zu deinem Brustkorb und streckst du die Beine sanft nach oben. Lässt du deine Beine etwas schaukeln zum Entspannen und kommen deine Arme unter deine Beine wieder in Gebetshaltung. Deine Stirn kommt zu deinen Finger. Etwas nah. Weiter ein- und ausatmen und lässt du deine Mudra weg von deinen Beinen, hebst du noch einmal dein Becken hoch, faltest du wieder die Hände zusammen unter dein Becken, wenn es geht, und bleibst für einen Moment dort, atmest du schön ein- und aus. Mit den Endstellungen, die Endasanas. Schulterblätter auseinander, Becken sinkt langsam runter, bringst du beide Knie zu deinem Brustkorb, nur das linke zu deinem Brustkorb, rechtes Bein strecken, hältst du deinen Kopf fest mit deinem linken Arm und ziehst du deine Stirn zu deinem Brustkorb, dann drehst du deine Knie auswärts, Hüfte öffnet sich weiter, dein Kopf Richtung Bein. Das rechte Bein ist gestreckt, hebst du dein rechtes Bein ein wenig, dann senk dein rechtes Bein wieder, bringst du dein rechtes Bein zur Seite, Seitdehnung und komm dein rechtes Bein zu deinem linken Bein. Padakonasana, hältst du beide Fußgelenk fest und kannst du ein wenig deine Beine ein bisschen schaukeln und tauschst du deine Beine. Dieses Mal nimmst du dein rechtes Knie hoch, mit deiner linken Hand hebst du deinen Kopf und deine Stirn kommt nah an deine Knie, drehst du deine Beine auswärts und ziehst du weiter deinen Kopf, deine linke Bein geht etwas hoch, innenwärts und senk dein Bein wieder runter und geht bis auswärts, ganze Weg nach außen, bringst du beide Füße zusammen. Nimmst du deine Fußgelenk, kommst du in Padakonasana unten und
Becken geht wieder oben, deine Beine bleiben in Padakonasana und deine Arme sind dieses Mal hinter deinem Kopf. Es ist eine halbe Brücke in Padakonasana. Die Knie sind auswärts, die Fußsohle sind zusammen, senk dein Becken langsam runter. Lässt du deine Knie nach unten fallen. Spürst du die Position und die Entspannung auf deine Hüfte. Den Rumpf offen, bringst du deine linke und rechte Knie in Happy Baby Pose. Mit deinen Zeigfinger und Mittelfinger greifst du auf deine große Zehe und lässt du dich leicht schaukeln nach rechts und nach links. Schön ein- und ausatmen. Streckst du beide Beine über deinen Kopf und so kommst du in einen sanften Schulterstand. Beide Beine gehen hinter deinen Kopf in Halasana. Nimmst du schön deinen Rumpf mit deinen Händen und so kannst du dein Bein hochbringen. Komm dein rechtes Bein hoch, einatmen, sink wieder runter. Linkes Bein hoch, einatmen, linkes Bein sink wieder runter. Noch einmal jedes Bein nach oben einatmen, ausatmen, ein Bein senk, dann das andere Bein wieder hochbringen und beide Beine kommen hoch in Schulterstand. Dort weiter ein- und ausatmen, du kannst deinen Atem schön in deinem Bauch spüren und versuchst du, wenn du magst, in Schneidersitz zu kommen. Beide Beine kommen zusammen und sanft nimmst du deine linke Hüfte mit deiner linken Hand und gibst eine Mini-Drehung. Du unterstützt das mit deiner linken Ellenbogen und dann mit deiner rechten Hand auf deine rechte Hüfte. Und bewegst sich ein wenig deine Hüfte in die rechte Seite. Deine Knie kommen an dein Körper und vorsichtig rollst du Wirbel für Wirbel aufrecht und befreist du dich von deinen Beinen. Dein Kopf lockern. Komm dein Kopf auf der Matte. Du kannst die Position halten in diese Padakonasana oder kannst du deine Beine strecken für deine Verstellung. Die Schneidersitz ist ganz interessant, ganz schön für die Hüfte. Die öffnet sich ganz besonders. Aber wie gesagt, du kannst deine Beine strecken, wenn das so viel ist. Beim Einatmen kinnst du Brustkorb und jetzt befreist du dich von deiner Haltung in die Beine. Streckst du beide Beine zum Himmel wieder, kommst du noch einmal zum Schulterstand, um die Knie zu entspannen und senkst du deine Beine in Halasana, beide Arme hinter deinen Rumpf zusammenfalten und rollst du Wirbel für Wirbel. Aufrecht, ganz ruhig. Spürst du deinen Körper, die Kraft in deinem Körper. Und wie gesagt, du kannst deine Brustkorbstellung auch mit gerade Beinen machen. Dein Hals strecken, dein Gewicht soll auf deine Arme sein. Kinn zu Brustkorb beim Einatmen und dein Körper senk, befreist du dich von deinen Armen und lässt du deinen gesamten Körper in Savagasana landen. Bringst du deinen Körper in totale Stille, lässt du dir Zeit, bis du still sein kannst.
und kommst du zum tiefen Entspannen. Einfach weiter ein- und ausatmen und jeden Körperteil auf den Boden senken lassen. Du atmest ein und sagst zu dir selber, lass. Und wenn du ausatmest, sagst du los. Und stellst du dir vor, wie die Wellen hin und her sich bewegen. Meereswellen, so wie deine Luft. Hin und her. Ein- und ausatmen. Und entspanne sich. Jeder Körperteil entspannt sich. Stell dir mal vor, du liegst auf warmem Sand und es ist ganz angenehm. Die Körpertemperatur ist so angenehm, um sich zu entspannen. Dein Körper sinkt immer weiter im Sand. Du spürst die Sonnenlicht umarmt deinen ganzen Körper. Und dein Körper senkt weiter und alle Muskeln sind entspannt und zufrieden. Dein Körper ist kräftig und zugleich entspannt. Dein Körper ist kräftig und zugleich flexibel und entspannt. Dein Körper ist kräftig und zugleich balanciert. Und so kannst du die Zeit genießen. Langsam bewegst du deine Füße, atmest du etwas tiefer ein und aus, bewegst du deine Finger und bewegst du deinen gesamten Körper wieder, streckst du deine Beine, deine Arme, ein bisschen schaukelst du rechts und links und bewegst du wieder deinen Körper in Bewegung. So wie die Wellen gehst du hin und her, landest in eine von deinen Seiten, rechts oder links. Spürst du deinen gesamten Körper auf den anderen Körperseite und wirst du dich langsam hinsetzen. Nimmst du eine Sitzposition wie Schneidersitz oder auf deine Knie. Hauptsächlich bist du mit deinem Körper gerade. Deine Hände kommen in die Seite. Öffnest du deine Handfläche zum Himmel. Machst du einen großen Kreis um dir herum. Nimmst du deine Hände zusammen. Sagst du Danke zu dir selber. Ich sage euch vielen Dank. Namaste. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Danke und bleibt mit voller Sonne.